Wir sind hier in Ratekau, Kreis Ostholstein. Die historische Feldsteinkirche haben wir vor uns. Wir fragen uns, wo ist hier das Kriegerdenkmal? Das Kriegerdenkmal ist offen gestanden die gesamte Anlage. Wir haben hier eine Eingangssituation und eine Umfassung der gesamten Kirche mit Feldstein. Und auf jedem einzelnen Feldstein ist ein Name eines Gefallenen der Gemeinde Ratekau, Gefallenen im Ersten Weltkrieg. Die Eingangssituation ist, das Eiserne Kreuz ist oben drüber, auf beiden Seiten. Und darunter haben wir hier den Sinnspruch, so selig ist kein Los, so heilig kein Gebot, als sich für vieler Leben zu geben in den Tod, 1914 bis 18. Also selig und heilig lässt sich nicht steigern, wenn man sich aufopfert für andere. Und dieser Spruch ist im Kontext des Ersten Weltkriegs, also das Aufopfern für andere, haben diejenigen getan, die für den Kaiser und Reich in den Krieg zogen und irgendwo in Frankreich, Russland, Belgien oder wo auch immer für selbiges gefallen sind. Das ist die Situation hier zum Ersten Weltkrieg. Gestaltet ist das Ganze von Harry Maas. Den hatten wir anderweitig schon als Gartenarchitekten des Ehrenhaines in Bad Schwartau. Also hier hat er die gesamte Anlage um die Feldkirche zum Ehrenmal für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs gemacht. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist hier die Anlage entsprechend erweitert worden, nämlich die Eingangssituation wurde zum Mahnmal, Ehrenmal des Zweiten Weltkriegs. Auf der einen Seite haben wir das Gedenken an die gefallenen Soldaten, den Gefallenen zum Gedenken, den Vermissten zum Gedächtnis und in der Mitte, ich lebe und ihr sollt auch leben, aus dem Johannesevangelium, also für die Gefallenen als Sinnspruch. Und auf dieser Seite haben wir gegenüber den Toten der Heimat zum Gedenken, den Lebenden zur Mahnung. Und hier ist in den Steinen, sind die verlorenen Ostgebiete aufgezählt. Also es beginnt mit Danzig, wir haben Schlesien und so weiter und so fort. Hier haben wir Westpreußen, Ostpreußen und wir haben sogar Brandenburg. Nicht nur die Grenzmark, sondern auch Brandenburg als verlorenes Ostgebiet, was im Teil stimmig ist, aber im Regelfall nicht benannt wird. So, hier geht es darum, also den Toten der Heimat, der verlorenen Heimat, derer wird gedacht. Das heißt, wir haben hier eine Gedenksituation nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen, die ausschließlich der eigenen Toten, zivilen und militärischen gedenkt und ausschließlich hier eine kritische Reflexion beziehungsweise die Opfer des Nationalsozialismus nicht mit dabei hat. Hier passt natürlich gut dahin, dass also der langjährige Pastor in Ratekau nach 1945 war der ehemalige Reichsleiter der deutschen Christen, Joachim Hossenfelder, also ein nationalsozialistischer Scharfmacher der frühen Jahre, der hier lange Pastor war. Seine Beerdigung, da verzeichneten diese Annalen, dass die Kiffhäusergemeinschaft, er gehörte der Soldatenvereinigung der Kiffhäuser auch an seinem Grabe, ich hatte einen Kameraden sang. Bei dieser Situation kann man sich das sehr gut vorstellen. Und hier sind wir auf dem Friedhof von Ratekau. Hier ist eine etwas seltsame Grabstätte, Ehrenstätte, Gedenkstätte. Also wir schauen uns das an, was hier ist. Hier ruhen 8 tapfere Deutsche, die am 2. Mai 1945 für das Vaterland gefallen sind. Ein eisernes Kreuz ist da drüber. Und davor ist ein Original-Stahlhelm der Wehrmacht im Boden fixiert. Drumherum sind kleine Namenstafeln, einige Namen sind bekannt. 8 tapfere Deutsche, von denen einer einen französischen Namen hat und eine Dame wohl eher im Rumänischen zu verorten ist. Ich weiß nicht, was hier geschieht, was hier geschehen ist. Das ist mir unbekannt. Ich bin sehr neugierig, das zu recherchieren. Für die Bundeswehr ist es jedes Jahr zum Volkstrauertag etwas schwierig in Ratekau, bei 2 Ehrenwachen mit Sturmgewehren jeweils dann
gehalten werden müssen. Das eine bei der Kranzniederlegung am Ehrenmal bei der Kirche, das ich eben vorgestellt habe, und die zweite Ehrenwache hier bei den 8 tapferen Deutschen vor dem Stahlhelm. Rathekau, Ostholstein.